Frau Antoine Wittendorfer hält die Pflege der Badesacker ungarndeutschen Traditionen für wichtig. Vor Weihnachten haben wir sie über die alten Feste gefragt. Wie sie sich erinnert, bereiteten sich die Ahnen viel mehr auf das Fest vor. Jeden Morgen in aller Früh gingen sie in die Kirche zur Rorate und fasteten. In der Fastenzeit wurden auch spezielle Käsegerichte zubereitet. Sie ist auch gemacht, süß, aber nicht mit Zucker. Und dann haben unsere Leute auch noch Pfauderkäse gemacht, sogenannt Pfauderkäse. In der Adventszeit haben sie sich auch vorbereitet, aufs Essen auch, so gesagt, weil da waren die Schweine, Schlachterei. Da war dann das ganzjährige Fleisch oder Wurst oder was sie halt gemacht haben, von aufgearbeitet haben. Das am 24. Abend, das war der süße Abend. Und da hat man auch einen Fasttag. Und den Tag haben sie nicht viel gegessen, die Leute. Und Abend haben sie etwas Süßigkeit gegessen. Und da habe ich noch sowas gelesen, das weiß ich nicht mehr von uns oder von meinen Eltern oder Großeltern, sollen 7 Süßigkeiten auf den Abendtisch kommen. Und Süßigkeit ist nicht nur Backwerk, weil natürlich früher haben sie auch nicht so viel gebacken. Ein gegangener Teig, da mit Mohn und Nuss gefüllt oder vielleicht auch hier und da Strudel. Aber so Torten oder sowas war nicht früher. Da waren dann getrocknete Früchte oder Kompott, was sie eingemacht haben im Herbst oder wie halt das die Zeit da war. Die 7 Leihsüßigkeiten durften nur aus dem eigenen Garten stammen. Es gab Mohnnudeln mit Honig, Äpfel, Birnen, Trauben. Es wurde genau gezählt, ob wirklich 7 Obstsorten auf dem Tisch sind. Dann wurde bis 11:30 Kameter gespielt, ein Kartenspiel mit Maiskörnern. Zur Mitternacht war die Mette, anschließend das 2. Abendessen, Schwadenmagen und Brot. Und da haben sie dann feine Suppe gekocht und natürlich das gekochte Fleisch dazu mit irgendeiner Soße, Kreissauce oder sowas. Kree, also Meerrettich. Bei uns sagt man Kreissauce. Da haben sie den Kree gerieben, in Backofen oder halt in der Röhre ein bisschen abgeröstet und dann eine Eibrenn gemacht, Schwitze, und darauf ist kommen der Meerrettich und mit Milch aufgelassen. Und das war auch ein bisschen süßlich gemacht. Oder Tomatensauce oder sowas war, oder Knoblauchsauce haben wir auch gemacht, ja. Abend vielleicht war geräuchertes und dazu haben sie auch Meerrettich gegessen, ist halt mehr gemacht worden und dann haben sie, was überblieben ist, das haben sie noch mit Essig, Salz und Zucker, Süßsäuer vorbereitet. Also in meiner Zeit, da war schon Christbaum, aber meine Mutter hat erzählt, als früher haben sie Wacholderäste und die haben sie ein bisschen geschmückt mit Nüsse oder Apfel dazugelegt und das war der Christbaum, Weihnachtsbaum. Und Geschenke waren auch so, Früchte oder Nuss oder vielleicht ein bisschen Zucker oder Schokolade, aber es war nicht Spielzeug oder sowas, haben die Kinder nicht bekommen. Damit sie nicht in Vergessenheit geraten,
wurden die Rezepte der örtlichen schwäbischen Speisen gesammelt. Auf den Badesäcker gastronomischen Veranstaltungen werden diese auch regelmäßig zubereitet.